Moin Leute, wenn man aktuell auf Werder Bremen guckt, dann darf man sich natürlich vollkommen zu Recht auch Sorgen machen in Anbetracht der letzten Saison, in Anbetracht dessen, dass man immer noch nicht weiß, wie der Kader final zusammengesetzt sein wird. Auf der anderen Seite sage ich aber auch mal was Positives, denn eine Sache, die auch spätestens mit dem ersten Testspiel gegen Braunschweig aufgefallen ist. Ich bediene mich jetzt einer Floskel mit dem Begriff junge Wilde, aber es gibt offensichtlich echt wieder ein paar junge Wilde in Bremen, mit denen man eventuell wirklich was anfangen kann. Jetzt sei das mal dahingestellt, dass Braunschweig nur ein Testspiel war, aber ich finde zum Beispiel, wenn man auf die Entwicklung von Jungs wie Friedel guckt, auf die Spielfreude, die auch schon einer wie Agu hatte, und dann vor allen Dingen auf Romano Schmidt, um den es in diesem Spiel auch vordergründig gehen wird, dann war das schon so ein bisschen was, was einen dann doch ein bisschen erfreut. Bom sei an der Stelle dann auch nochmal erwähnt. Kommen wir jetzt einfach mal auf den Österreicher Romano Schmidt, bei dem wir nicht nur aufgrund der Geschichte zwischen Bremern und Österreichern hoffen, dass er richtig einschlagen wird. Ich glaube, das ist ein Spieler, der in der nächsten Saison durchaus schon eine Rolle spielen kann. Für 1 Million damals aus Salzburg geholt, dann direkt verliehen. Und natürlich wird sowas erstmal ein bisschen kritisch beäugt, weil der Spieler noch sehr jung war. Ich meine, er ist jetzt auch gerade mal 20 Jahre alt. Ist es wirklich so einer, wo Bremen eventuell nicht wieder Geld verbrennt? Man hat ja auch noch so Beispiele wie Baymo relativ frisch im Kopf. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Personalie, wo man irgendwann sagen könnte, wenn Werder sich den nicht gesichert hätte, das sind eigentlich genau die Spieler, die sich Bremen früh genug sichern muss. Deshalb fand ich den Transfer damals schon sehr gut. Und auch die Leihe zum Wolfsberger AC hat gezeigt, dass das durchaus gefruchtet hat. Ich meine, er hat in der Euroleague wahnsinnig gute Spiele auch gegen Gladbach dabei, gegen AS Rom, also wirklich auch auf europäischer Ebene. Konnte Erfahrung sammeln. Auf der anderen Seite war er natürlich nicht dauerhaft so gefordert, weil die österreichische Liga nun mal eben nicht die Bundesliga ist. Im 4-3-1-2 der Wolfsberger kam er dann meistens so im halbrechten Mittelfeld zum Einsatz. Also es sind wirklich also die Positionen, die er spielen kann, im Zentrum, auf den Halbpositionen, auf der 10 vielleicht sogar klassischerweise, in dem Bremer System hier und da, vielleicht sogar auf Außen, und da kommt ihm deshalb wirklich oder da kommt ihm sein Spielstil wirklich sehr zugute. Ich persönlich sehe den eigentlich enorm stark, wenn er irgendwas Achterähnliches oder wirklich den zentralen Spielmacher spielen darf, weil ich finde, dass man jetzt eigentlich schon so ein bisschen bei ihm merkt, dass er eine sehr, sehr gute Veranlagung im Passspiel, im Erkennen von gefährlichen Situationen hat und wer da genau das braucht. Das war nämlich halt einfach immer so dieses Ding, das Spiel ohne Ball, das Spiel mitdenken ohne Ball, das Antizipieren von möglichen Situationen in der Offensive, und da ist halt Romano Schmidt einer, wo ich finde, dass er enorm viel fußballerisches Verständnis mitbringt und das hoffentlich so früh wie möglich bei Werder mit einbauen kann. Natürlich muss man da so ein bisschen abwarten bei so einem jungen Spieler, der sich dann dauerhaft in der Bundesliga etablieren will, durchsetzen muss gegen gestandene Spieler. Und das sage ich jetzt auch im Bremer Kader, auch wenn die meisten in der letzten Saison deutlich unter ihren Möglichkeiten blieben. Wenn Werder wie meistens mit 3 Leuten im Zentrum spielt, dann dürften aktuell wahrscheinlich Klaassen, Maxi oder Möwald vor allen Dingen auf der 8 die Nase vorne haben. Auf der 6 sehe ich ihn nicht zwingend. Deswegen muss er da natürlich sicherlich sehr, sehr doll kämpfen um seine Einsätze. Auf der anderen Seite gibt der Werder auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine klassische Raute zu spielen, weil er durchaus auch als Zehner agieren kann. Da ist natürlich mit Osako auch ein Konkurrent, der zu Kofelds Liebling gehört, mit von der Partie, wobei man weiß ja aktuell wirklich nicht, wer final dann wirklich noch bei Bremen bleiben wird bis zum Ende der Transferphase. Einige Spieler muss Werder ja zweifelsohne noch zu Geld machen. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich glaube, Romano Schmidt könnte eben einer dieser Spieler sein, wo man vielleicht in 2, 3 Jahren sagt, Gott sei Dank hat Werder da früh genug zugeschlagen. Natürlich ist diese Hoffnung immer mit so einem gewissen mit einer gewissen Vorsicht verbunden, weil er eben halt auch in einer starken Liga noch nicht nachweislich da was zeigen konnte, weil er aber halt eben auch noch nicht da gespielt hat. Das kann er jetzt machen. Auf der anderen Seite das Alter, hatte ich gerade schon erwähnt. Und auch da gibt es ja immer diese 2 Fraktionen. Bau den Spieler langsam auf oder werft ihn ins kalte Wasser. Wenn er gut genug ist, dann setzt er sich durch. Ich glaube, am Ende ist es so ein Mittelweg, beziehungsweise lässt sich das auch nicht pauschal für jeden Spieler festlegen. Ich glaube durchaus, dass es diese Spieler gibt, die langsam rangeführt werden müssen. Auf der anderen Seite sehen wir aber wirklich häufig genug diese Beispiele, dass auch gerade bei guten Teams, wo einfach ein junger Spieler reingeworfen wird,
sofort funktioniert, weil er halt eben einfach eine gewisse Qualität mitbringt und sich dann mehr oder weniger festspielt in einer guten Mannschaft, wo man vielleicht im Vorfeld nicht mit gerechnet hatte. Natürlich muss man dem auch hinzufügen, dass das häufig dann passiert, wenn das Team drumherum tendenziell eher gut funktioniert. Ich glaube, für einen jungen Spieler, der in ein sehr kaputtes Gefüge, ein sehr labiles Gefüge reinkommt, ist es, glaube ich, immer doppelt und dreifach schwer zu überzeugen, gut reinzukommen, weil er halt eben einfach nicht diesen guten Rückhalt oder diese Sicherheit auf dem Platz durch Mitspieler bekommen kann. Ich glaube auch wirklich, dass dadurch es viel, viel einfacher ist für einen jungen Spieler bei RB Leipzig, wie wir es häufig sehen, oder bei Leverkusen einfach mal reingeworfen zu werden. Auf der anderen Seite beginnt die kommende Saison bei Null, auch für Werder Bremen. Und da sind durchaus ein paar Leute eben wie Romano Schmidt, die sehr jung sind, wo man schon so ein bisschen Hoffnung dran knüpfen kann. Nimmt man ihn dann so ein bisschen als wuseligen Dribbler, der unserem Spiel definitiv in der letzten Saison so ein bisschen gefehlt hat, gerade der Spielertyp, wie ihn Romano Schmidt darstellt, dann bin ich schon der Meinung, und da könnt ihr mich auch am Ende der Saison drauf festnageln, dass er schon seine Einsätze in der kommenden Saison bekommen wird. Deshalb bin ich ganz gespannt auf eure Meinung, die ihr zu dem jungen Mann habt, der schon ein bisschen länger Werder gehört, aber jetzt sich so richtig wie ein Neuzugang anfühlt. Schreibt es in die Kommentare, wir diskutieren darüber. Ich bin wie immer sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Leute, wir verbleiben mit besten Grüßen. Kleiner Vermerk, abonniert den Kanal, abonniert auch die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und dann sind alle glücklich. Ciao.